Hallo, ihr müsst der Rekrut der Grauen Wächter sein, den Duncan hierher gebracht hat. Grüße. König Kaelin ist derzeit nicht in seinem Zelt. Das tue ich wohl, obwohl er einen Großteil seiner Zeit mit den Grauen Wächtern verbringt. Er begleitet sie, wohin auch immer sie gehen, um genau zu sein. Taryn Loghain sucht den König so oft wie möglich auf und diskutiert mit ihm über die kommende Schlacht. Aber der König winkt einfach ab. Der König will die Verderbnis in einer einzigen großen Schlacht beenden, die die Barden noch in Jahrhunderten besingen werden. Haltet ihr das für möglich? Genauso denkt auch der Taryn. Doch am Ende wird er dennoch tun, was der König will. Der König war amüsiert, als der Taryn ihn unverantwortlich nannte. Und sie haben sich wegen der Königin gestritten. Doch, mit niemand Geringerem als der Tochter des Taryn. Er war über irgendetwas, was sie oder der König getan hat, nicht besonders glücklich. Ich bin mir nicht sicher. Ich sollte vermutlich nicht darüber sprechen. Wie ihr wünscht. Grüße. Ihr nähert euch dem Zelt von Taryn Loghain. Was ist euer Anliegen? Wie kann es sein, dass ihr nichts von Loghain wisst? Er hat mitgeholfen, Ferelden zu befreien. Er war der Kopf hinter König Mareks Truppen und hat diese verdammten Orlesianer aus unserem Land gejagt. König Marek belohnte ihn, indem er ihn zum Taryn machte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Bürgerlicher, der direkt in den Hochadel aufsteigt? Ihr könnt darauf wetten, dass der König die Dunkle Brut ohne Loghain niemals besiegen würde. Ja, er ist in seinem Zelt, aber ich bezweifle, dass ich in der Position bin, über seine Angelegenheiten zu reden. Ich nehme an, ihr habt eine Nachricht für ihn. Wartet einen Moment. Ja, was gibt es? Ah, ihr seid Duncans neuer grauer Wächter, nehme ich an. Dennoch habt ihr seine Majestät beeindruckt. Er konnte seine Aufregung über euer Treffen nicht verbergen. Kaelins Faszination für die grauen Wächter geht weit über das Übliche hinaus. Wusstet ihr, dass sein Vater euren Orden zurück nach Ferelden geholt hat? Marek respektierte die Grauen Wächter. Sie haben einen Ehrenplatz in den Herzen unseres Volkes. Marek hätte allerdings gedacht, dass man mehr als eine Legende braucht, um eine Schlacht zu gewinnen. Aber das ist eine Diskussion, die ich hier nicht wiederholen werde. Ihr seid keine Oberflächenzwergin, das sehe ich an euren Augen. Es ist klug, von den Grauen Wächtern in Orsamar nach neuen Rekruten zu suchen. Ich nehme nicht an, dass ihr mit dem Rest eurer Kameraden in die Schlacht reitet, oder? Wenn Kaelin seinen Willen durchsetzt, wird es so sein. Ich bemühe mich, das nicht zu vergessen. Und das solltet ihr ebenfalls tun. Aber ihr seid Bryces Sohn. Ich vergesse nie ein... Und dennoch liegt das Schicksal der Grauen Wächter in seinen Händen. Vergesst das nicht. Grüße. Ihr gehört zu Duncans neuen Rekruten, richtig? Ich darf euch nicht in die Korkari-Wildnis lassen, bis er mir den Befehl dazu erteilt. Gebt auf euch Acht. Wenn ihr etwas mit den Aschekriegern zu besprechen habt, solltet ihr euch an unseren Kommandanten wenden. Das ist nicht gut.
Ich hasse es, ein so vielversprechendes Mitglied der Zucht zu verlieren. Seid ihr der neue Wächter? Ich könnte Hilfe brauchen. Das hier ist ein Mabari. Sie sind eine kluge, starke Rasse. Sein Besitzer ist in der letzten Schlacht gefallen. Der arme Hund hat Blut der dunklen Brut geschluckt. Ich habe hier Arznei, die ihm helfen könnte. Aber er muss erst einen Maulkorb bekommen. Geht in den Zwinger und lasst ihn an euch schnuppern. Wir werden sofort wissen, ob er auf euch reagiert. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ich möchte ihn wirklich nur ungern aufgeben. Gut gemacht. Jetzt kann ich den Hund versorgen. Armer Kerl. Mir ist da etwas eingefallen. Geht ihr in nächster Zeit in die Wildnis? Es gibt eine bestimmte Pflanze, die die Überlebenschancen dieses Hundes verbessern könnte. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist es eine Blume, die hier in den Sümpfen wächst. Falls ihr zufällig auf eine stoßt, würde mir das sehr weiterhelfen. Sie ist unverwechselbar. Vollkommen weiß, mit einer blutroten Mitte. Sie wächst normalerweise in totem Holz, das sich am Rande von Tümpeln sammelt. Zu dieser Jahreszeit müsste es davon genügend geben. Gut. In der Zwischenzeit fange ich mit der Behandlung unseres armen Freundes an. Hier stehen wir zu dieser Stunde, ihr guten Leute von Ferelden, und beklagen den Tod, der viele erwartet. Der Tod ist nicht gleichbedeutend mit Versagen, meine Freunde. Solltet ihr ihn finden, dann werdet ihr nicht euren König im Stich gelassen, sondern dem Erbauer gedient haben. Wenn ihr in dieser Schlacht fallt und im Land hinter dem... Seid gegrüßt, junge Dame. Ihr seid Duncans neueste Rekrute, nicht wahr? Er ist kein Mann, der leicht zu beeindrucken ist. Ihr solltet stolz auf euch sein. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Wynn. Eine der Magierinnen, die der König hierher gerufen hat. Es ist mir wirklich eine Freude und ich wünsche euch viel Glück auf dem Schlachtfeld. Genau genommen wünsche ich das uns allen. Der König muss immer zuversichtlich wirken. Sein Verhalten beeinflusst die Moral seiner Männer. Er scheint allerdings leicht zu begeistern zu sein. Er erinnert mich an einen jungen Hund und ich sage das voller Respekt und Zuneigung. Er ist ein guter Mann. Um die dunkle Brut zu besiegen, müssen wir zusammenarbeiten. Allerdings scheinen das noch nicht alle begriffen zu haben. Ja, gegen Nachzügler. Nicht gegen die riesige Horde, von der die Späher berichten. Ich frage mich, wie viel wisst ihr über die Verbindung zwischen der dunklen Brut und dem Nichts? Es beheimatet viele Geister. Manche von ihnen sind freundlich und andere eher nicht. Im Herzen des Nichts liegt die Schwarze Stadt. Manche meinen, die Schwarze Stadt sei einst der Sitz des Erbauers gewesen. Aber als die Magier des Reiches von Tevinter einen Weg in die Stadt fanden, wurde sie durch ihre Sünden verdorben. Die Verderbtheit verwandelte diese Männer und machte aus ihnen verdorbene Abbilder ihrer eigenen Herzen. Und der Erbauer schleuderte sie zurück auf die Erde, wo sie zu den Ersten der dunklen Brut wurden. Das ist zumindest die Geschichte, die der Gesang des Lichts erzählt. Vielleicht ist sie nur ein Sinnbild, das uns lehren soll, dass das Böse in uns menschliches Leid verursacht. Vielleicht ist es aber auch die Wahrheit. Im Moment ist diese Erklärung für mich genauso gut wie jede andere. Ja, manchmal ist es weise, die eigenen Handlungen zu überdenken. Aber ich bin mir sicher, dass Duncan mehr für euch zu tun hat, als euch mit mir zu unterhalten. Geht nicht freudig in den Tod, aber geht in dem Wissen, dass es euer vergossenes Blut ist. Es tut mir leid, aber... Die Magier dürfen nicht gestört werden. Ihre Geister sind gerade im Nichts. Ihr werdet nicht vergessen.
selbstverständlich. Diese Handlungsweise... Willkommen, junge Frau. Ich bin einer der Besänftigten. Ich gehöre dem Zirkel der Magier an. Aber anstatt Zauber zu wirken und Bücher zu lesen, verbringe ich meine Zeit mit Verzauberungen. Es ist ein zeitaufwendiger Prozess, aber von unschätzbarem Wert. Der Zirkel verdankt seinen Reichtum den Verzauberungen. Durch Nächstenliebe allein würden wir nicht überleben. Sie bezeichnet den Prozess, magisches Lyrium in Gegenstände zu übertragen. Die Zwerge waren die Ersten, die diese Technik angewandt haben. Die Besänftigten haben ihre Runen gelernt und wir verwenden sie, um eine Vielzahl magischer Effekte zu übertragen. Wir erschaffen glühende Lichter, ebenso wie Zauberstäbe und Flammenschwerter. Die Ironie daran ist vielleicht, dass die Trennung von unseren früheren Talenten uns erlaubt, auf diese Weise mit Lyrium zu arbeiten. Ein wahrer Magier wäre dazu nicht fähig. Es gibt Runen, die Macht der Elemente enthalten und andere, die Stärke und Schnelligkeit verbessern. Mit genügend Können und Lyrium kann jedem Zauber Beständigkeit verliehen werden. Je größer die erforderliche Macht ist, desto teurer ist natürlich auch die Herstellung der Runen. Wahre Macht hat ihren Preis, wie wir alle nur zu gut wissen. Lasst es mich folgendermaßen ausdrücken. Wisst ihr, warum magiebegabte Wesen gefürchtet werden? Diejenigen, die über magisches Talent verfügen, ziehen Dämonen und Geister an. Es ist leicht, Besitz von uns zu ergreifen, und dann werden wir zu den Schreckensgestalten, die als Abscheulichkeiten bekannt sind. Selbst jene mit begrenzter Begabung ziehen hungrige Geister an. Jeder, der die Macht besitzt, kann von diesen Dämonen die Blutmagie erlernen. Deshalb hält man uns für gefährlich. Das ist unser Fluch. Deshalb wurde ich zu einem Besänftigten gemacht. Meiner Emotionen und Talente beraubt, stelle ich keine Gefahr mehr dar. Es mag euch so erscheinen, aber ich empfinde kein Grauen. Ich bin zufrieden, auf meine Weise dienen zu können. Unsere Stirn wird mit Magie gebrandmarkt, wodurch unsere Talente und Gefühle ausgeschaltet werden. Soweit ich weiß, kann der Prozess nicht rückgängig gemacht werden. Natürlich. Wie kann ich euch helfen? Auf Wiedersehen.